Bauern auf den Barrikaden. Seit Wochen schon, deutschlandweit. Auslöser? Die Kürzung beim Agrardiesel. Wie können die sich vorstellen, von heute auf morgen, bam, einfach eine Förderung zu streichen? Der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Ich fühle mich in vielen Sachen jetzt zurückversetzt in DDR-Zeiten. Ihre Wut richtet sich gegen die Regierung. Trotz Milliardenförderung aus öffentlichen Kassen. Einem Stundenlohn von 9,25 Euro, es ist nicht mal annähernd Mindestlohn. Was kommt wo an? Und warum scheinen die Milliarden nicht zu reichen? Wir machen uns auf die Spur des Geldes. Unser erstes Ziel, ein kleiner Hof im bayerischen Gempfing-Donau-Ries. So wie dieser wird mehr als jeder zweite Bauernhof in Deutschland betrieben. Landwirtschaft als Nebenerwerb. Lucia ist 29 Jahre alt, hat Agrarwissenschaften studiert. Komm, Happy. Happy, komm her. Eigentlich wollte sie einen eigenen Bauernhof kaufen, doch das war zu teuer. Vor einem Jahr hat sie den Hof ihres Vaters übernommen. Klein zwar, aber für Lucia mit viel Potenzial. Landwirtschaft kann beispielsweise CO2 in Form von... Sie ist auf Social Media aktiv und wirbt für ein Umsteuern in der Landwirtschaft. Das ist auch super gut für das Bodenleben und die Artenvielfalt. Leider ist es unter dem Druck, unter dem viele Betriebe stehen, oft nicht möglich genug dafür zu tun. Wir fordern deswegen, dass bestehende Förderungen mehr solcher Maßnahmen honorieren. Hallo, guten Morgen. Hier scheint es nicht um Agrardiesel zu gehen. Mich überrascht, dass Lucia den Hof übernimmt in einer Zeit, in der viele andere dicht machen. Hast du da keine Angst, dass das jetzt vielleicht eng wird? Doch, durchaus. Also ich fange jetzt gerade an und bin wahnsinnig motiviert und sehe natürlich trotzdem die Schwierigkeit oder die Herausforderung, ob ich jemals davon leben kann. Mehr Fläche würde natürlich mehr Ertrag bringen, erzählt sie. Aber in ihrer Gegend sind die Pachten teuer, weil der Boden viel hergibt. Deshalb bewirtschaftet Lucia zunächst nur knapp 5 Hektar. Mehr geht gerade nicht. Zuzupachten ist extrem teuer, extrem schwierig. Kaufen fast unmöglich. Man müsste 200, 300 Jahre dafür arbeiten, um das halbwegs zu amortisieren. Ich kenne ganz viele, die in die Landwirtschaft gerne starten würden, aber die nicht wie ich das Privileg haben, jetzt einen elterlichen Betrieb zu haben. Lucia glaubt, eine Nische entdeckt zu haben. Kräuter in Bioqualität. Ja. Das ist gerade Basilikum. Ich prüfe jetzt gerade, ob die Feuchtigkeit okay ist. Ich habe dafür jetzt kein teures Messgerät, sondern vertraue darauf, wenn die Stängel sehr gut brechen, die Feuchtigkeit unter rund 15% sein muss. In den Säcken lagern Brennnessel, Salbei und Drachenkopf für Tees, dazu Gewürze wie Brotklee und Majoran. Es gibt da eine ganz kleine Nische, einen Markt dafür und auch ja, Händler, denen es wichtig ist, dass die Ware regional ist, dass sie bio ist, dass sie von bäuerlichen Betrieben auch erzeugt wird. Und da haben wir dann so den Fuß in die Tür bekommen. Sie hat einen Händler gefunden, sagt sie, der ihr einen Großteil ihrer Kräuter abnimmt. Den Rest verkauft Lucia auch online. Noch reicht das nicht zum Leben. Deshalb hat sie noch einen zweiten Job als IT-Expertin. Und bei uns auch in die Kundenkartei reinschauen, um diese Serviceverträge und die Lizenzen zu klären. 20 Stunden die Woche berät sie Landwirte, die Probleme mit der Bürokratie haben. Die Digitalisierung ist auch in der Landwirtschaft sehr, sehr stark mittlerweile. Ich merke schon auch ganz oft bei meinen Kundinnen und Kunden, wie sehr sie auch überfordert sind mit Bürokratie und mit den Auflagen, mit den Dokumentationspflichten, die es gibt. Ja, da ist teilweise auch der Frust ganz schön groß. Immer mehr Nachweise müssen Bauern vorlegen, um Förderungen zu bekommen. Das meiste Geld kommt aus Brüssel. Im EU-Haushalt sind Agrarprämien der größte Posten, rund 57 Milliarden Euro für 2023. Die deutschen Bauern bekommen davon 4,4 Milliarden, rund 170 Euro pro Hektar. Hinzu kommen weitere Gelder für Entwicklung und Aufbau sowie aus den Kassen von Bund und Ländern. Insgesamt rund 9,5 Milliarden Euro. Manche Betriebe finanzieren sich ja zum Großteil aus Unterstützung. Mhm. Macht das Sinn? Ich glaube, es müsste nicht mehr Geld geben. Es müsste nur gerechter verteilt werden. Denn das Geld ist da. Es gibt einen riesen Topf
Nur landet der eben zu einem großen Teil bei sehr wenig Leuten. Bei sehr wenig, nicht unbedingt sogar Leuten, sondern Konzernen, Holdings. Die sind übrigens die größten privaten Empfänger. Aber dazu später mehr. Wie viele Subventionen kriegst du denn für deinen Betrieb? Ja, kann ich ganz offen sagen. Also ist ja auch online transparent einsehbar, welche Betriebe wie viel bekommen. Bei mir waren es jetzt für das Jahr 2023 3.800 Euro. Nach Lucias Berechnung deckt das ca. 15% ihrer Ausgaben für den Hof. Bei einem Tee aus den selbst angebauten Kräutern kritisiert sie, dass die Prämien pauschal pro Hektar ausgezahlt werden. Was ist gerecht? Pro Hektar ist eine Messgröße, die eigentlich gerecht sein sollte. Nein, die ist nur einfach, die ist nicht gerecht. Die ist absolut nicht gerecht. Es braucht da viel mehr Kriterien, wie viele Leute sind auf diesem Hof beschäftigt. Was tut dieser Hof für den Umweltschutz, für Klimaschutz, für Tierwohl? Also es sollte gelten, öffentliches Geld für öffentliche Leistungen. Häufig werde das Geld auch einfach durchgereicht an die Verpächter, sagt Lucia. Sie hat selbst einen sehr teuren Acker gepachtet. Da fährt sie mit uns hin. Der Acker, so groß wie ein Fußballfeld, kostet 1.500 Euro Pacht im Jahr. Höchstpreis in Deutschland, sagt Lucia, weil der Boden gut und die Gegend gefragt ist. Der Acker macht, obwohl vergleichsweise klein, viel Arbeit. Grundsätzlich hätte ich auch Lust, da noch Leute bei uns im Betrieb anzustellen, vielleicht einen Azubi aufzunehmen, um auch diese Arbeit schon auch zu bewältigen. Und das fände ich viel fairer, wenn Förderung dafür auch da wäre, um Arbeitsplätze in der Landwirtschaft zu schaffen. Darüber hinaus wünscht sich Lucia als Start-Upperin gezielte Starthilfen vom Land. So etwas gibt es aber in Bayern nicht. Sie findet, die politischen Entscheidungen gingen häufig an den Bedürfnissen der Landwirte vorbei. Aber sie setzt auf die Zukunft, auch ohne große Förderung. Ich frage mich, wie läuft das auf einem Hof, der komplett von der Landwirtschaft lebt? Wie wichtig sind hier die Subventionen? Das will ich in Deinschwang erfahren, einem kleinen Dorf in der Oberpfalz. 100 Einwohner, 3 Bauernhöfe. Auf einem davon bin ich mit Clara und Alex verabredet. Es waren mal richtig viele. Also für das kleine Dorf. Das hat mehr Kühe wie Einwohner gegeben. Das ist heute immer noch so, auch wenn Dutzende Bauernhöfe nach und nach dicht gemacht haben. Zusammen mit seinen Eltern bewirtschaften Alex und Clara den Hof. Wir verabreden uns für den nächsten Morgen um 6 im Kuhstall. 70 Kühe haben sie. Die müssen zweimal am Tag gemolken werden, also 730 Mal im Jahr. Die müssen ja gar nicht alle melken. Wir melken vielleicht 12 Kühe oder sowas. Und der Rest geht immer selber automatisch melken. Die meisten Kühe gehen freiwillig in eine der beiden automatischen Melkanlagen. 170.000 Euro haben sie für die investiert. Die Anlage meldet, welche Kuh wann da war und wenn es ein Problem gibt. So. Shelly hat jetzt nicht gemolken seit 20 Stunden, das sehe ich am Computer. Dann werde ich die holen, weil ich denke, es stimmt irgendwas nicht. Normalerweise gehen die alle maximal 12 Stunden melken. Wenn das über 12 ist, hole ich sie. Shelly, du musst auch mitkommen. Komm. Du warst noch nicht melken, oder? Nee. Die Kühe gehen weitgehend selbstständig zum Melken, dank der Automatisierung im Kuhstall. Klingt nach Expansion. Clara, warum habt ihr 70 Kühe und nicht 100? Ja, mehr Kühe, mehr Geld, aber auch mehr Arbeit. Und dann müsstest du dir einen Mitarbeiter anstellen und der kostet wieder Geld, sprich gleich wieder weniger Geld. Okay. Und 70 Kühe ist einfach das Format, was du als Familienbetrieb noch schaffst, also was dir praktisch am wirtschaftlichsten geht. Inzwischen ist es kurz nach 7. Clara gönnt den Kühen noch vor Sonnenaufgang einen Spaß. Die regen sich auf, weil es cool ist, draußen zu sein. Die freuen sich halt. Sie lässt sie auf die Weide. Wenn ich Kühe komplett von der grünen Wiese ernähren möchte, dann ist das schon auch irgendwo ein Kostenfaktor, weil ich muss den Stall an der Stelle haben, wo ich das Grünland außenrum habe, wo ich die Tiere davon ernähren kann. Es ist billiger am Schluss, die Kuh im Stall zu halten und auch die Pacht möchte bezahlt werden. Die wird Stück für Stück immer teurer. Die kleine Weide hinterm Stall gehört ihnen und ist Gold wert. Denn für Milch mit Weidehaltung zahlt die Molkerei momentan 5 Cent mehr pro Liter. Clara wird heute wieder 12 Stunden arbeiten. Während der Erntezeit werden es auch mal 16. Wenn ich das so betrachte, müsste ich mir unbedingt einen Job suchen. Und dann hätte ich viel mehr Freizeit und hätte viel mehr Geld auf dem Konto. Und könnte machen, was
alle Menschen in ihrer Freizeit machen. Urlaub fahren, mach ich nie. Das meiste Land des Hofes ist gepachtet. Rund 30.000 Euro im Jahr sind dafür fällig. 38.000 bekommen sie an Subventionen. Clara und Alex sind ein Paar. Seit 2 Jahren arbeitet sie auf dem Hof mit. Nach dem Frühstück rechnen mir die beiden mal vor, was sie verdienen. Wir gehen davon aus, von einem durchschnittlichen Gewinn im Jahr von 143.000 Euro. Und dann kommen wir bei einem Monatslohn netto von 2.314 Euro raus. Wenn ich jetzt diesen Lohn praktisch durch diese 3.000 Arbeitsstunden teile, dann komme ich als Betriebsleiter bei einem Stundenlohn von 9,25 Euro raus. Das ist nicht mal annähernd Mindestlohn. Von dem geringen Lohn müssen auch noch alle Anschaffungen für den Hof bezahlt werden, sagen sie. Ein neuer Stall zum Beispiel. Neue Maschinen. Der Stallbodenreiniger ist gerade kaputt. Und ein Traktor ist teuer. Was kostet ein Traktor? Der zweitkleinste von eben der Marke kostet 150.000 Euro. Vor Preissteigerung jetzt vielleicht 180. Und ohne Traktoren geht es nicht. 3 davon haben sie auf dem Hof. Fürs Feld und für die Futterverteilung zum Beispiel. Man fährt einen großen Traktor, damit es wirtschaftlich ist, was man da macht. Und also gerade jetzt mit der Agrardieselgeschichte ist es auch so eine Frage, finde ich, was haben wir denn für Alternativen? Die können diese Agrardieselrückvergütung, die können die einsparen. Aber mit welchem Hintergrund erlauben sich die das? Wir haben noch keine Elektromobilität, die so weit ist, dass man also Dieselfahrzeuge durch Elektrofahrzeuge ersetzen könnte. Und was ist die Alternative? Zurück zum Pferd? Das hat auch Clara auf die Straße getrieben. Im Januar hat sie sich den Bauernprotesten angeschlossen. Die Verlässlichkeit auf die Politik. Wie können die sich vorstellen, von heute auf morgen, bam, einfach eine Förderung zu streichen? Wie kann ich als Landwirt mich auf die Regierung, auf die verlassen, von denen ich abhänge, wenn die solche Sprünge machen? Höfe dieser Größenordnung sind finanziell auf Kante genäht. Nur weil alle sehr viel arbeiten, kann es funktionieren. Ohne Subventionen müsste dieser Hof wohl bald schließen. Aber hat ein Großbetrieb es leichter? Das will ich mir im Osten Deutschlands anschauen, genauer in Naumburg, Sachsen-Anhalt. Auf einem Betrieb mit mehr als 4.000 Hektar, einer ehemaligen LPG. Es ist Montag früh um 8 und wir treffen einen offensichtlich entspannten Geschäftsführer. Hallo Frau Schäfer, ich grüße Sie. Das heißt, Sie haben ein Wochenende. Das genau. Haben wir bei dem Betrieb vorher nämlich nicht gehabt. Okay. Ja, das ist halt der Gang der Dinge in so einem großen Unternehmen, wo Leute arbeiten, die nicht zur Familie gehören. Früher waren das mal Familienbetriebe, erzählt Patrick Zier. Zu DDR-Zeiten wurden die Bauern enteignet. Heute gehört die ehemalige LPG wieder den früheren Eigentümern, darunter auch Patricks Familie. Die beiden Kuhställe hat er vor kurzem umbauen lassen, sagt er. Eine Millioneninvestition. Überall Kameras, dass wenn die eine Störung bekommen, können die auch erstmal aufs Handy gucken und können schauen, wo das Problem liegt. Ein sogenannter Roboterstall, heißt eine hochmoderne Melkanlage. Die Investition habe sich gelohnt, sagt er. Im neuen Stall geben die Kühe mehr Milch als vorher. Die 300 Tiere haben viel Auslauf, viel Licht, viel Luft, sogar Wellness-Ecken und wirken sehr entspannt. Auf dem Handy sieht er, dass es ein ruhiges Wochenende war. Man sieht ja, dass es für die Kühe auch gut ist. Die haben Wochenende Ruhe, die geben am Wochenende meistens mehr Milch wie unter der Woche. Meist schaut am Wochenende nur einer der 45 Mitarbeiter im Stall nach dem Rechten. Ein Vorteil von Größe und Technik. Geregelte Arbeitszeiten, nach 8 Stunden ist Feierabend. Der Naumburger ist promovierter Agrarökonom, könnte auch woanders Karriere machen. Er hat sich aber entschieden, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten. Das ist letztlich der Mann, der den ganzen Betrieb aufgebaut hat in den letzten 20 Jahren. Und ich bin nur noch der jetzt vorhin. Und die rüstigen Rentner Ostdeutschlands, ohne die läuft gar nichts hier. Bodo Zier hat zu DDR-Zeiten die LPG geleitet. Er teilt die Wut der Bauern, die jetzt auf die Straße gehen. Auch dieser Hof hat an den Protesten teilgenommen. Das mag jetzt ein bisschen böse klingen, aber ich fühle mich in vielen Sachen jetzt zurückversetzt in DDR-Zeiten. Es gibt nur noch Vorschriften, es gibt nur noch von oben herab jetzt letztendlich. Für mich ist es oftmals Ideologie. Und eine Ideologie habe ich schon überlebt. Ne?
Viele Vorschriften. Dafür gibt's aber auch viel Geld. 730.000 Euro Subventionen im Jahr für diesen Betrieb von der EU als Flächenprämie. Auf ihren Äckern erwirtschaften sie gerade den größten Gewinn. Mit Milch ist momentan nicht viel Geld zu verdienen. Eine stabile Einkommensquelle ist das hier. Gutes, helles bayerisches Bier wird aus der Gerste, genau. Zwei Brauereien werden damit exklusiv beliefert. Ein weiterer Vorteil: Im Gegensatz zu kleineren Höfen können sie hier riesige Mengen Getreide in genau der gleichen Qualität liefern. Und dann zeigt Patrick uns noch etwas, das für den Betrieb mehr und mehr zu einem sicheren Standbein wird: die Biogasanlage. Genau, so sieht's aus mit dem Biogas. Hier verwerten sie Gülle, Mais und andere nachwachsende Rohstoffe. Was die Kühe nicht fressen, frisst die Biogasanlage. Ja, die mag zwar auch den guten Mais, aber da kann man auch mal was reinfahren, was man der Kuh nicht unbedingt füttern würde. Und ihr macht es im Grunde, damit ihr es nicht wegschmeißen müsst? Oder warum macht ihr es? Na, das ist wirklich Geld verdienen hier. Das ist, die Betonkuh ist die ertragreichere Kuh. Okay. Ja. So, hier kommen wir noch mal zur Kommandozentrale. 24/7 wird hier Strom produziert. Dabei entsteht Wärme und auch die wird verkauft. Eine Win-Win-Situation. Gülle und andere vermeintliche Abfälle werden restlos verwertet, schaffen klimaneutral Energie und bringen noch Geld. Unabhängig von Wind und Wetter. Auch wenn das letzte Jahr ein gutes war, davor haben sie zweimal hintereinander rote Zahlen geschrieben, trotz Subventionen. Kann man denn, glaubst du, in Zukunft noch Landwirtschaft betreiben ohne so ein sicheres zweites Standbein? Nee, ehrlich gesagt glaube ich das nicht. Also es ist tatsächlich so, dass wir ja auch schauen, wie wir den Betrieb noch breiter aufstellen können, einfach um uns auch gegen Schwankungen auf den Märkten hier und da abzusichern. Wie hier produzieren mehr und mehr Bauernhöfe heute nicht mehr nur Lebensmittel. Denn als Landwirt kann man sich weder auf das Wetter noch auf die Preise verlassen. Das alleine sei schon schwierig genug, sagt der Betriebsleiter, aber eben sein Berufsrisiko. Was ihn wirklich ärgert, dass die Politik immer wieder Vorgaben mache, die Landwirten das Leben schwer machten. Deshalb hat sich auch sein Betrieb an den Bauernprotesten beteiligt. Denn so dürfe es nicht weitergehen, sagt er. Was geht so nicht weiter? Ja, dass uns immer wieder zusätzlich Bürden auferlegt werden oder Gelder genommen werden, ohne da eine langfristige Perspektive zu geben. Und das ist, glaube ich, das Hauptproblem, dass man immer so stückchenweise abgegraben wird, anstelle dass auch von der Regierung mal ein klares Signal kommt, wo soll es mit Deutschland hingehen? Wie stellt sich die Regierung denn die Landwirtschaft in Deutschland in 20 Jahren vor? Das wäre für uns wichtig. Patrick Zier möchte Planungssicherheit. Aber die gäbe es nicht. In einen neuen Stall investieren und ihn kurze Zeit später umbauen müssen, weil sich die Vorgaben schon wieder geändert haben, für ihn ein Beleg der Planlosigkeit. Wie sieht es bei den ganz Großen aus? Das will ich mir in Brandenburg anschauen. Einer der größten Player in der deutschen Landwirtschaft sitzt in Oranienburg, die DAH-Gruppe, eine Holding mit 400 Mitarbeitern. Der Firmensitz macht einen unscheinbaren Eindruck, aber das trügt. Hier werden 120 Millionen Euro Umsatz im Jahr gemacht. Die DAH ist eine der 5 größten Agrarholdings in Deutschland, wenn nicht sogar die größte. Hier waren sie bereit, dass wir sie einen Tag mit der Kamera begleiten. Um 9 Uhr treffen wir den CEO in seinem Büro. Grüße Sie. Herzlich willkommen bei der DAH. Danke. Ja, ich bin gerade so bei der Morgenroutine, die E-Mails machen. Sein Arbeitstag beginnt am Schreibtisch. Gerade hat er eine Videokonferenz hinter sich. Analysieren und gucken wir mal, wie sich Märkte entwickeln und was für uns da relevant ist. Also, Felix Kolzmann ist kein Landwirt, sondern Unternehmer. Anschließend hat er ein Meeting mit seinen Betriebsleitern. Planung für die neue Saison. Ja, Robert, jetzt erzähl doch mal, wie lief's Ernte? Also anhand der Erntekarte sehen wir ja, dass wir hier diesen grünen Bereich ziemlich gute Erträge hatten. Und Hightech hilft Ihnen, das Maximum aus den kargen, sandigen Böden herauszuholen. Dazu nutzen Sie Satelliten und Ihre hochmodernen Landmaschinen, knapp 800.000 Euro das Stück. Die dabei gewonnenen Daten ermöglichen eine quasi zentimetergenaue Analyse. Warum ist es wichtig für Sie? Ist Effizienz das, was über allem steht? Auf dem Acker ja.
wir wollen ja unsere Kosten optimieren. Das heißt, wir machen nicht die maximalen Erträge, sondern wir wollen die optimale Kostenstruktur hinkriegen. Dort, wo wenig wachsen kann, weil der Boden das nicht hergibt, macht es auch keinen Sinn, eine zu große Saatstärke oder zu viel Dünger auszubringen. Durch dieses sogenannte Smart Farming konnten sie in den letzten Jahren ein Drittel des Düngers einsparen. Bei 20.000 Hektar, die die DAH-Gruppe im Osten Deutschlands bewirtschaftet, alleine hier eine Ersparnis von 1 Million Euro. Das Kerngeschäft der Holding sind aber Biogasanlagen. 22 davon betreibt sie in 4 ostdeutschen Bundesländern. Darin wird nach eigenen Angaben Strom für mehr als 1,5 Million Haushalte produziert. Dazu später mehr. Förderung der EU bekommt auch dieses Unternehmen für seine Ackerflächen. 5,2 Millionen Euro waren das im Jahr 2022. Dafür müssen etliche Anträge gestellt werden, online. Es ist so komplex geworden, dass es für einen Einzellandwirt kaum durchdringbar und beherrschbar ist. Wir haben eine ganze Abteilung dafür, die sich darum kümmert, die das macht, womit wir das im Griff haben. Aber das ist eine Menge Zusatzaufwand. Und das ist unnötig kompliziert, sodass auch selbst die Ämter es nicht mehr im Griff haben. Deswegen habe es Ende Januar noch keine Auszahlung für das vergangene Jahr gegeben. Der zuständige Amtsleiter entschuldigt sich dafür bei den Landwirten per Mail. Bei der Umsetzung der neuen EU-Regelungen sei es schier unmöglich gewesen, die Höhe der Agrarprämien rechtzeitig abzuklären, schreibt er. Die neuen Regelungen seien einfach irre. Felix Kolzmann erwartet wieder mehrere Millionen Euro an Fördergeldern. Ja. Wohin fließen denn die Subventionen, die Sie von der EU bekommen? Die fließen alle in unsere landwirtschaftlichen Betriebe, damit wir eben die Arbeitsplätze dort sozialversicherungspflichtig auch bezahlen können. Und damit wir die Pachten, die wir zahlen müssen, auch zahlen können. Das heißt, die fließen lokal an die Mitarbeiter und die Verpächter, die typischerweise auch aus den Regionen kommen. Das Geschäftsmodell der DAH ist aber nicht primär Lebensmittel zu erzeugen, sondern Energie. Der CEO erklärt, wie das funktioniert. Ein nahezu geschlossener Kreislauf. Was auf dem Feld wächst, wandert zu großen Teilen in die Biogasanlagen. Der Abfall daraus dann wieder aufs Feld. Letztendlich finanziert momentan die Energie die Landwirtschaft komplett. Ich brauche die Landwirtschaft, damit ich stabil das Energiegeschäft machen kann. Seine Landwirte also als Rohstofflieferanten für seine Biogasanlagen. Die haben den Investoren bisher regelmäßig eine Rendite von 10% eingebracht. Diese Sparte will die DAH nun massiv ausbauen. Den finanziellen Anreiz dafür hat die EU gerade geschaffen. Im sogenannten Green Deal werden erneuerbare Energien gefördert. In der Sparte Landwirtschaft sei dagegen im Moment kein Geld zu verdienen, erklärt Felix Kolzmann. Schon länger wächst deshalb sein Unmut. Zum ersten Mal hat auch der Vorstandsvorsitzende sich an einer Demo beteiligt. 50 Trecker der DAH sind nach Berlin gefahren. Die Bauern auf den Barrikaden, Sie sind ja jetzt kein Landwirt, aber Sie arbeiten sehr stark mit der Landwirtschaft. Ja gut, wir sind auch Landwirte und sind davon genauso betroffen und haben uns auch deshalb aktiv daran beteiligt, weil zu viel ist zu viel. Wir haben in den letzten Jahren mit all den Zusatzbelastungen um die 200 Euro mehr Aufwand pro Hektar gehabt. Und jetzt kommt noch mal die Agrar-Diesel-Rückvergütung dazu. Das würde bei uns noch mal 25 Euro ausmachen. Und das können wir einfach auf dem Acker nicht mehr zurückverdienen. Für den CEO aus Brandenburg ist die Politik schon seit mehr als 20 Jahren ein Risikofaktor. Dazu komme die überbordende Bürokratie. Darin ist er sich einig mit der Nebenerwerbslandwirtin Lucia Birkmeier, die ihren kleinen Hof in Schwaben gerade erst aufbaut. Sie kritisiert die Förderung nach dem Gießkannenprinzip. Das Geld müsste ihrer Ansicht nach auch in Arbeitsplätze auf Bauernhöfen investiert werden. Das würde auch Clara Lang in Bayern helfen. Dann könnte sie mal Pause machen, vielleicht auch mal Urlaub. Sie ärgert, dass von Landwirten immer mehr gefordert wird, ohne das mit Zahlungen auszugleichen. Patrick Zier aus Sachsen-Anhalt vermisst vor allem einen langfristigen Plan. Er will wissen, wie die Landwirtschaft in Deutschland in 20 Jahren aussehen soll. Sie alle sind auf Subventionen angewiesen. Landwirtschaft ist und bleibt ein risikoreiches Geschäft.